War ja bloß optional. Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden, wie es mit Rivet City angefangen hat? Na klar. Ist eigentlich der Rest einer uralten Unterwasserzivilisation. Ja, ja, sehr lustig. Gehen Sie jetzt einfach nach draußen und stellen Sie gründliche Nachforschungen an. In Ordnung? Haben ein paar Leute zur Geschichte befragt. Nicht sehr verlässlich. Nun, wenn das alles ist, was Sie herausfinden konnten, müssen wir wohl damit auskommen. Was haben die Leute denn gesagt? Diese 10 Oberdeckbewohner haben den Ort von Grund auf erbaut. Fantastisch! Nach allem, was ich über sie gehört habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie so hart arbeiten können. Aber wenn sie das nun mal gesagt haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als es für bare Münze zu nehmen, ja, oder? Genau. Na gut, trotzdem, hier, für die Unterstützung. Vielleicht hilft es ihnen beim nächsten Mal, wenn sie mit Leuten reden müssen. Volt 0815, genau. So, jetzt noch Bibliothek, ne? In Büchern bewahrte die alte Welt ihr Wissen auf. Und die Bücher lagerte man in Bibliotheken. Und in Arlington soll sich eine Bibliothek befinden. Sehen Sie nach, ob sie noch dort ist und Sie Daten vom Computer runterladen können. Diese wären für den Wiederaufbau der Menschheit von großem Wert. Ist ja auch ein bisschen sadistisch, oder? Lassen Sie sich mal verletzen, lassen Sie sich mal verstrahlen und dann sehen wir, was wir von Ihnen retten können. Ja, wie schrecklich. Bin froh, wenn ich damit jetzt gleich durch bin. Das ist, glaube ich, die letzte Quest aus dieser Gegend. Was bekomme ich, wenn ich dahin gehe? Es liegt ja auf der Hand, dass Sie mit Büchern belohnt werden. Aber womöglich sind keine Bücher da. Was halten Sie also von guten alten Kronkorken? Ich habe noch keine Kühe geschubst, nee. Was Sie sich mit all diesen Kronkorken kaufen können. Alles Mögliche. Sogar ein Buch. Was will ich denn mit einem Buch? Großartig. Die Bibliothek sollte in Nähe der Innenstadt im alten Arlington sein. Warum denn ein Versuchen Buch? Sie, die Computerarchive herunterzuladen. Falls das nicht geht, wären auch die Kartenkataloge nützlich. Jede noch so kleine Information kann dem Buch und damit der Menschheit zugutekommen. Darf ich etwas Persönliches fragen? Oh, ich fühle mich geehrt. Was hätten Sie denn gern gewusst? Warum kannst du das nicht selbst malen? Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, ja. Gäb's mich nicht mehr. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Anscheinend wissen Sie nicht, was Sie tun. Ich weiß genau, was ich tue. Ich möchte der Menschheit helfen, zu überleben und die Welt neu aufzubauen. Es ist wichtig und ich brauche Ihre Hilfe. Verdammt nochmal besser als meine Talente mit Karawanen, Achsenreparaturen und neuen Ideen zum Schaufeln von Ramenflaschen. Ich habe Arschreparaturen gelesen. Vergeuden Sie Ihre Zeit nicht mit dem Buch. Helfen Sie lieber der Karawane. Glauben Sie, was Sie wollen. Aber ich habe ein Talent. Und es wäre ein Fehler, es nicht zu nutzen. Diese Karawanen helfen einem Haufen Leute. Naja, sie liefern wichtige Vorräte. Aber ich kann trotzdem viel mehr bewirken, als Sie es mit Ihrem langweiligen alten Zeug tun können. Dieses Buch wird vielen Leuten helfen, glauben Sie mir. Na gut. Sterben Sie mir nicht. Ich versuch's. Ich versuch's, Denti. Wunderschön, was geht? Kann er nicht schlafen? Ich darf da nicht schlafen, was soll denn bitte? Kannst du mal rausgehen? Ich möchte hier schlafen. Sie sind doch alleine hierher gekommen. Dann bin verletzt. Gut, hallo. Dann wollen wir mal sehen. No. Sind die Finger wirklich so wichtig? Ach, was? Moment. Meine Finger? Schön. Das müsste reichen. Darf sonst noch etwas sein? Das ist alles, na was gut, ich brauche. Dann. Alles Gute noch da draußen. Was sagt mein Karma? Neutral immer noch. Kannst du dich bitte umdrehen? Ich fühle mich beobachtet. Please. Irgendwelche Verletzungen?
Gehe ich mal kurz raus und wieder rein. Was? Ach, die habe ich schon geklärt. Keine gute Idee. Oh nicht! Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn hier los? Lord-Frosty stürmt mit 41 Koffein-Junkies die Bude. Oh mein Gott, Frosty, liebe Reader! Herzlich willkommen! Was geht, was geht, was geht? Ne? Habt ihr noch ein paar Runden gewonnen oder wie oder was? Oder überhaupt? Ich grüße euch! Ne? Und liebe Leute, Frosty ist einer von der Creator Family. Lasst mal ein Herzchen bei ihm da. Das lohnt sich. Und wie sich das lohnt. Ja, viel, viel Dank für den Raid. Ja. Kommt ja genau richtig zur absoluten Fallout Party. Wir werden heute Megaton ein bisschen schön aussehen lassen. Ja, wir sind heute wieder groß unterwegs, machen jetzt Megaton fertig mit den letzten Quests und gehen so richtig langsam mal zur Hauptstory. Wird noch richtig nice heute. Mensch, viel, viel Dank. Und ich versuche gerade noch so ein bisschen negatives Karma zu bekommen. Damit ich nämlich einen Begleiter mitnehmen könnte. Deswegen probiere ich jetzt mal etwas ganz nicht so Schönes aus. So zur Begrüßung. Der ist nicht tot, der wackelt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Ja, haben wir. Hey, dafür, dass es nur Bots sind, gegen die wir gefahren sind, haben die uns gut eingeschenkt. Oh, oh. Ja, sagst du einfach, das ist ein U-Boot. Musst du bloß die Türen zulassen. Ansonsten geht das schon. Ansonsten geht das schon. Immer noch neutral. Irgendwelche Verletzungen? Nee, aber dein Patient ist tot. Weiß nicht, wie das passieren konnte. Oh, Kacke, ich hab dein Pömpel mitgenommen. Warte, ich schmeiß dir den wieder raus. Brauch den nicht. Oh, das nehme ich gern. Ah. Immer noch neutral. Wenn sie daran rumbasteln, haben wir ein Problem. Also ich möchte jetzt negativ werden, bevor ich... Ist nichts passiert. Das war genau der richtige Moment. Warum guckt ihr alle in die Richtung? Das ist eine Kasse. Ach so, ist schwer. Hebst du das wieder auf? Willkommen. Erleben Sie doch mit uns das Leuchten. Ja, Mama. Willkommen in der Brass Lantern. Wie auch immer. Was soll das denn? Ich guck nur. Das ist gestohlen. Ach, echt? Ist beides leer hier? Ich glaube, da haben sich ein paar Sachen respawned, habe ich das Gefühl. Ich habe hier doch schon mal gelootet. Immer noch nur dran. Megaton gibt's ja noch. Ja, noch. Wir sind nämlich bald fertig damit. Das gehört nicht dir.
Sagt wer? Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Ich gehe einfach immer wieder dran. Hier, guck. Wieder negativ. Wieder negativ. Negativ. Oh, immer noch neutral. Böse! Ich bin böse! Sie sehen hungrig. Hört auf zu lachen! Ich bin böse! Gebt euch seiner Macht hin! Du bist es nicht! Glanz. Jericho! Ich bin böse! Keine Tränen. Komm, keine kuscheln! Kein Leid mehr geben. Wo ist er denn? In der Spaltung sehen wir unsere Erlösung vom und Fili, guten Abend! Wunderschön! Wie geht's dir? Schön, dass du da bist! Weißt du zufällig, wo Jericho rumschwirrt? Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Wird eine Milliarde Sterne aus der Masse seines erbärmlichen und schmutzigen Körpers gebären. Jetzt, wo ich Jericho... Ich übergebe deinem Willen was ist diesen los? Zerbrechlichen... Alles in Ordnung? Ich bitte dich, benutze mich als Wirt. Führe mich zu deinem Platz. Teile jedes Teilchen und bringe diesem verrotteten Fleische Erlösung. Ein wunderschön kleine Biene, du Frechdachs. Was soll denn bitte? Mich einfach hier zum Schweigen zu bringen. Also wirklich. Ach, ich glaube, der ist zu Hause. Er ist nicht zu Hause. Er ist nicht da. Wo ist denn Jericho jetzt? Dann beklaue ich ihn halt. Ha! Kind schläft, Arbeit war auch okay. Alles bestens. Wie ist es bei euch? Ja, ganz gut. Ganz gut. Wir schließen jetzt endlich die erste Stadt so langsam ab hier. In Fallout 3. Wenn ich Jericho finden würde. Den würde ich nämlich jetzt gerne mitnehmen. Als Begleiter. Ja, normalerweise spielt er jetzt rum um diese Zeit, ne? Da ist er. Ja, wollen Sie was? Kommst du mit? Klar habe ich noch Interesse. Aber ich brauche 1000 Kronkorken für Vorräte, bevor ich mit Ihnen dort hinausziehen kann. Oh. Wie viel habe ich denn? $316. Okay. Ich gehe dann mal in die Bibliothek, die da ganz unten ist. Alles klar. Ah, dem Kind geht's besser. Hustet zwar noch und Nase läuft, aber welches Kind im Kindergarten ist nicht erkältet? Ja, true. Das kannst du laut sagen. So, da hinten. Kinderrotze, sowas Schönes, Jan. Na sowas. Die Wortschurken sind wieder da. Wir haben nach ihnen gesucht. Jemand hat einen Preis auf ihren Kopf ausgesetzt. Warum? Was? Sie glauben, sie können im Ödland herumlaufen und ihre bösen Taten verrichten, ohne dass es jemand merkt? Ja. Und nun ist es Zeit zu sterben. Können wir nicht drüber sprechen? Nein, nein, eher nicht. Aha. Aber das hatte Grund... Oh Gott. Fallout ist abgestürzt. Okay. Okay. Moment. Okay. Geht gleich weiter. Ach ja, das Spiel ist richtig gut optimiert.
So. Zum zweiten Mal heute schon, ja. Das war jetzt schon das zweite Mal. Benji, wunderschön, ich grüße dich, ne? Alles gut? Darfst du uns Zimmergesellschaft leisten? Sehr gerne sogar. Fallout, ihr wohl eher fällt aus. Ja! Richtig, Schatzi, richtig. Befeste Spiele brauchen immer Bugfix-Mods. Sonst wird das nichts. Ja. Glaube ich auch. Also super stabil. Richtig stabil heute. Nachtschicht mal wieder. Mach doch nicht diesen. Warte mal, ich könnte Sturmgewehr nehmen, ne? Na, die reden so, ja noch. Was? Sie glauben, sie können bei Skyrim muss man auch immer erstmal die BSA-Files säubern, weil Bethesda das aus irgendeinem Grund nicht kann. Ist es Zeit? Könnt die überhaupt? Aha! Aha! Oh! 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 Oh, fuck! Das tut ja weh! Warum tut das weh? Hören Sie auf mich zu schießen! Wow, ich habe auch nur noch einen Schuss, ne? Wow. Ich hab eine Lebensanzeige hinter meinem Rücken. Habe ich total vergessen. Ja, die Geschichte. Dann quatschen wir nochmal mit denen, wa? Dann nehme ich lieber direkt eine Splittergranate. Und sag so, hey! Und nun? Aua. Bis. Warum halten die so viel aus? Stop it. Ein Schuss noch? Yes. Immer diese Gewalt, kann man sich nicht mal in Ruhe zusammensetzen und das bei einem Kaffee ausdiskutieren? Doch, könnte man, aber die trinken Tee. Heute Hinweis, Coffee Chat. Ups. Öffentliche Bekanntmachung und alle Regulatoren, die sich als rechtmäßige Kopfgeldjäger im Ödland der Hauptstadt verdingen. Hiermit wird bekannt gegeben, dass auf die folgende Person ein Kopfgeld in Höhe von 1000 Kronkorken oder vergleichbares Entgelt in Form aufgewendeter Geräte und oder medizinischer Kosten ausgesetzt wird. Die Kopfgeldausschreibung erfolgt wegen Verbrechen gegen die braven Bürger des Ödlands, der Hauptstadt und der näheren Umgebung. Name: Coffee Chat. Ethnie: weiß, Geschlecht: männlich. Die gesuchte Person gilt als bewaffnet und äußerst gefährlich. Zur Gefangennahme wird nicht geraten. Das Kopfgeld wird bei Nachweis des Todes, Kopf, ausbezahlt. Bereiten wir diesem Teufel ein für alle Mal ein gebührendes Ende. Ich weiß ja nicht. Ich bin unschuldig.
eine Kampfflinte, die nicht kaputt ist. Das ist doch mal was Schönes. So, wo war der andere? Ach ja, da hinten, ne? Möchte nicht. Ja. Ich bin unschuldig und dann liegen 10 Tote rum. Ja, ja, Prof. Du verstehst mich. Das ist schön. Gibt nur nichts mehr zum Heilen. Nicht mehr viel. Ach ja, ich bin jetzt Bluttrinker, stimmt. Speicher mal. Oh, da komme ich ja gar nicht durch. Ah, da soll man auch gar nicht durch. Okay, alles klar. Wie laufe ich denn dann am besten? Einmal das und Prof spielt ein Spiel, das mich tatsächlich interessiert. Sons of the Forest war nicht so meins. No. No. So ähnlich wie ich kann Bus fahren. Hey! Kann wirklich Bus fahren? Ich beweise dir das gerne nochmal. Das kriegen wir hin. Mal gucken, wo ich hin muss. Ach ja. Das ist ja noch ein ganzes Stück. Oh, cool. Ghule, die ersten Ghule. Da hatten wir noch gar keine. Oh, hier ist auch radioaktiv. Okay. Da bin ich gespannt. Wann kommt der Bus am Stachus vorbei? Im September? Kann wirklich sein, dass ich da am Stachus bin. Chill! 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 Nicht einfach hier rumschießen. Macht man nicht. Kommt drauf an, wie viele Abkürzungen der Brocken. Je mehr Abkürzung, desto länger dauert's. Okay, die kämpfen unten. Jetzt auch verstrahlt. Jo, man hört den Geigerzähler auch nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ah! Oh. Oh fuck, da ist gleich richtig viel los. Richtig viel Remi-Demi. Und ich habe keine Heilung. Ich muss aber da auch gar nicht durch. Könnte den Weg außenrum nehmen. Das ist übrigens alles Washington DC, ne? Oh, hier war eine Metrostation. Och nö, nicht von da. Hallo! Hallo? Wenn du dich nicht treffen lässt, brauchst du auch keine Heilung. Ach du. Ja, das kam ein bisschen spät, Loti. Ist der Arm jetzt hier fast weggeflogen? Aua! Naja, Ben. Scheiß Timing. Aber echt kein Backseat Gaming hier. Ah,
so sieht DC aus, wenn Trump eine zweite Amtsperiode kriegt. Ja, richtig, richtig. Oh. Ich glaube, das ist ein netter Mensch. Hallo, netter Mensch. Hallo. Können wir... Was brauchen Sie? Ich kann Ihnen einen Schuss beschaffen. Alles, was Sie wollen. Und billig. Sehen Sie mal. Zeig mal. Sicher. Medikamente. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja praktisch. Das ist ja richtig praktisch. Oh, ich habe immer noch eine Klischee dabei. Schnell weg damit. Sonst denken die Leute, ich trage sowas. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch... Bis später. Das ist ja praktisch. Hat nun nicht viel gebracht. Hast du noch mehr? Gib mir Drogen! Nixalotz. Miso hat sich verschrieben. Das ist ja ungünstig. Speichern nochmal. Warte mal. Schnellspeichern gibt es ja auch. F5. Hätte ich vielleicht früher nutzen sollen. Na, bewachst du? Ja. Scheiße. Ist das denn die Bibliothek? Hilfe, da schießt jemand. Ach, ich habe noch keine Zeit von euch, sorry. Schnell speichern kann zu Problemen bei Bethesda-Spielen führen. Ja. Stimmt. Stimmt. Loti, das ist ein guter Hinweis. Deswegen lassen wir das vielleicht doch wieder. Aua! Oh. Entschuldigung. Ich habe die Bibliothek gefunden. Wie praktisch. Kann ich jetzt vielleicht rein zufällig Schnellreise machen? Ich würde mich gerne nochmal heilen. Ja, nice. Ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. Bin gerade angekommen, ich gehe nach Hause. Hallo. Hi. Und lass mich jetzt mal heilen. Wenn Sie nicht auf der Schwelle zum Tod stehen, Sie sind doch alleine hierher gekommen. Ich. Sie. 100! Der wird ja immer teurer. Jetzt ist alles... Na. Das ist nicht umsonst abgesperrt. Bro. Ging um die Frage, ob Prof nicht Klischees trägt. Hallo? Nein. Ich schlafe nackt. Immer. Ich mag das nicht, wenn irgendwas in meinem Hintern ist. Nachts. Mit Spitze wahrscheinlich halt. Sogar. Was? Dieses Gebiet steht unter dem Schutz der stählernen Bruderschaft. Oh, verlassen Sie es auf der Stelle. Hi. Ich mag die Bruderschaft. Ey, ruhig Blut. Ich habe nur die Gegend hier erkundet. Sie müssen unglaublich tapfer sein, wenn Sie alleine hier herumstreifen. Plündern Sie etwa die Ruinen. Nicht in. An. 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 Ich suche nach Bibliotheksunterlagen. Wir scheinen ähnliche Ziele zu verfolgen. Ich treffe nur selten jemanden, der sich die richtigen Prioritäten setzt. Ich bin Obergelehrte Yearling vom Orden des Worts. Ich habe einen Vorschlag für Sie, falls Sie interessiert sind. Schatz, verrat du nicht alles! Mit Rüschchen und abgesetzt Spitz. Aber nicht immer. Nur an jedem Tag, der mit G endet und mittwochs. Okay. Aber sonst nicht. Bei OnlyFans kann man eh alles sehen. Dann stimmt, du bist hier da.
Außer es ist Simbi. Der darf da liegen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir beim Schleifchen Dienstag mitmachen. Ist Geld im Spiel? Ich mag Geld. Ich meine, ich liebe Geld. Das haben mich schon viele Ödländer gefragt. Sie können Geld haben, falls sie dies vorziehen. Es gibt aber auch andere Arten der Belohnung. Doch bevor sie überhaupt eine Belohnung erhalten, müssen sie bereit sein, mir bei meiner Arbeit hier in dieser Bibliothek zu helfen. Solange Geld im Spiel ist, bin ich dabei. Geld. Immerhin bewundere diese Dialoge sind super. Das gesetzte Ziel. Zur Sache. Ich muss die Schriften aller unserer Vorgänger sammeln, um damit die Archive der Bruderschaft zu vervollständigen. Die meisten Bücher aus der Zeit vor dem Krieg wurden zerstört. Kekse? Snusnu? Aber einige haben überdauert. Geld. Aber in diesen Ruinen ein Buch zu finden ist schwierig. Ich liebe Geld. Bringen Sie mir also alle Bücher, die Sie finden können. Und ich werde Sie dafür belohnen. Mit Geld. Denn das ist es ja, was Sie wollen. Ich habe mir Vorkriegsbücher. Sie haben kein einziges Buch. Für. Aber interessant, ich kann die jetzt also aufheben und für sie, an sie verkaufen in Zukunft. Warum sammeln sie Bücher? Bücher repräsentieren das gesammelte Wissen der Welt von einst. Von ja, Schleifchen Dienstag bis hin zu detaillierten technischen Handbüchern ist alles Montagslächeln, von Wert. Indem wir Gelehrten Schleifchen Dienstag, Mittelfinger Mittwoch, können wir es analysieren und für die Ziele der Bruderschaft nutzen. Und frivolen Worin Freitag. Worin diese Ziele bestehen, entscheidet einzig und allein unser Ältester. Moment, gibt es ein Problem mit dem Ältesten? Es steht mir nicht zu, am Ältesten Lyons Kritik zu üben. Außenstehenden will ich nur verraten, dass er kein Traditionalist ist. Das ist alles. Okay, können Sie mir helfen, an das Bibliotheksarchiv ranzukommen? Der Empfangsschaltercomputer bietet Zugriff auf Kartenkataloge, aber die Verbindung zum Hauptarchiv scheint abgebrochen zu sein. Hier, das Kennwort. Vielleicht können Sie so auch auf den Zentralrechner zugreifen. Fuck, Freitag? Kann Wieso? Ich Ihnen dabei aber leider nicht. Ich bin Gelehrter, kein Kämpfer. Vitamin D, Schatzi. Der Stahl sei mit Ihnen. Ich habe meinen eigenen Stahl dabei, aber danke schön. Alles klar. So, Kennwort. Legendär. Das Kennwort ist legendär, wusste ich. Wer fuckt am Freitag? Schwierig. Wir alle. Wir alle. So. Kartenverzeichnis in der öffentlichen Bibliothek zugreifen. Bibliotheksarchiv. Beschaffen. So, wahrscheinlich ist hier jetzt nur das Einfache und hier hinten ist optional. Check-in. Neue Mitgliedschaft. Wähler. Papierstau im Kartendrucker. Verdammt. Bücher abgeben. Warnung, 201 Jahre überfällig. Okay. Alles klar, danke. Ein Holoband. Das wird teuer, ja, ja. Hi. Gut, dann werde ich mal nach dem Archiv suchen. Aber hier ist erstmal eine Toilette, das ist genauso wichtig. Oh. Großes ruiniertes Buch. Ein wunderschönen Ketter, ne? Alles tutti bei dir? Boah, hat der mich erschreckt. Oh. Moment, ich hab doch... Hoffentlich habe ich wieder Munition dafür. Nee, habe ich nicht. Schade. Da können wir mal sehen, wie alt dieses Spiel ist. Da hießen die noch Raider. Heute heißen die Tricks.
Was denn? Du erschießt Raider, ja. Du bist streamerunfreundlich. Oh. Oh. Hallo, liebe Raider. Schwierig. Ich knack mal die Munitionskiste, weil Gründe. Da hinten war noch einer. Ja. Das heißt aber auch, du bist alt. Hey. Ich hab das nur gehört, weil es nämlich das mal zu kaufen gab zwischendurch. Mhm. Oh, guck mal, ein Vorkriegsbuch. Da verschwende ich jetzt keine Munition. Dafür habe ich eine Vampirklinge. Ich dachte schon, das wäre ein Safe hier. Ja, nicht schlimm, ich stehe auf ältere Männer. Ja, dann, oh, ich könnte dir Geschichten erzählen. Ich weiß noch damals, in den 60ern, als ich promoviert habe. Ja, huiuiui. Mhm. Aber ich glaube, das erzähle ich dir in einem sehr privaten Gespräch. Hast du morgen Abend Zeit? Damals, als die Dinos noch auf der Erde liefen. Die liefen ja gar nicht. Wir sind Auto gefahren. Diese faulen Säcke. Nö, schade. Sehr, sehr schade. Jetzt wieder zurück. Wow. Großes Buch der Wissenschaften. Wissenschaft um 2 erhöht. Damals im Ferienlager. Oh ja, das waren noch Zeiten. Ach ja, bin ich wieder hier. Scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. Verdammt. Hier ist ja die Toilette, da war ich auch schon. So, nicht die Geschichte vom Kapitän Blaubeer, wieso es keine Dinos mehr gibt? Weil ich gefurzt habe. Ich geb's ja zu. Ich hab gefurzt. Irgendwo sind die Mistviecher. Kennen die Kids von heute das überhaupt noch? Oh, das ist eine gute Frage. Warte mal, ist die Schauspielerin nicht 50 jetzt geworden? Ganz frisch?